Hallo, heute möchten wir euch was über die Strahlrohre erzählen. Wir haben einmal die Mehrzweckstrahlrohre von D, C und B und zwei hohe Strahlrohre, die jeweils C-Schlauch als Eingang haben. Die Mehrzweckstrahlrohre sind alle gleich aufgebaut. Habe ich den Hebel in dieser Stellung, habe ich einen Vollstrahl. Ist der Hebel in dieser Stellung, ist es aus und so habe ich einen Sprühstrahl. Die C- und D-Mehrzweckstrahlrohre dürfen von einem Feuerwehrmann oder einer Feuerwehrfrau benutzt werden. Bei dem B ist es ein bisschen anders, weil da mehr Kräfte walten. Darf ich das B-Mehrzweckstrahlrohr nur mit drei Feuerwehrleuten benutzen. Habe ich allerdings diesen Stützkrümmer da dran, reichen auch zwei Feuerwehrleute. Bei allen Mehrzweckstrahlrohren kann man oben das Mundstück abschrauben. Das hat den Vorteil, dass man ungefähr bei 5 Bar doppelt so viel Wasserdurchfluss hat wie normal. Sollte man allerdings nur abschrauben, wenn das Strahlrohr gerade nicht in Benutzung ist. Im Vergleich dazu haben wir die hohe Strahlrohre. Da haben wir einmal zwei. Vorteil bei den hohen Strahlrohren ist, ich brauche weniger Bar, um die Wassermenge, die ich benötige, an das Brandobjekt zu bekommen. Ein weiterer Vorteil ist unter anderem, dass ich während das hohe Strahlrohr an ist, also da Wasser durchfließt, ich die Menge des Wassers mir einstellen kann. Ebenfalls kann ich ganz leicht, auch das ohne vorher den Wasserfluss zu unterbrechen, ebenso kann man hier vorne einstellen, wie ich den Wasserstrahl haben möchte. Ich kann also von Vollstrahl bis hin zu Sprühstrahl einstellen. Es gibt noch eine kleine Mittelstufe hier. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir mit dem Sprühstrahl eine größere Fläche abdecken können. Das heißt, ich kann mit dem hohen Strahlrohr einen Wasserkegel von ca. 120 Grad erreichen. Das heißt, ich als Feuerwehrfrau oder der Feuerwehrmann, der mit mir vielleicht in einem Inneneingriff ist, wird durch diese Wasserwand geschützt. Ein kleiner Nachteil im Hohlstrahlrohr ist, dass die Düsen hier vorne im Vergleich zu dem Mehrzweckstrahlrohr sehr, sehr klein und dünn sind. Das heißt, habe ich auch zum Beispiel, nehme ich Wasser aus einem offenen Gewässer und habe kleinere Partikel da drin, ist es bei dem Hohlstrahlrohr sehr leicht oder kann es leicht passieren, dass es verstopft. Das heißt, wir brauchen auch immer eine Spülfunktion oder eine Reinigungsfunktion an so einem Hohlstrahlrohr. Bei dem Hohlstrahlrohr ist es so, dass wir durch die gebündelte Wassermenge eine sehr hohe Wurfweite haben. Nun möchte ich euch mit meinem Vater die Unterschiede der Strahlrohre einfach mal zeigen. Wir beginnen mit dem Vollstrahl. Und nun wechseln wir zum Sprühstrahl. Hier sieht man schon einen ganz klaren Unterschied. Wir haben jetzt einmal den Vollstrahl und den Sprühstrahl gesehen. Vorhin habe ich was von einem Wasserkegel erzählt. Auch den möchte ich euch einmal gerne zeigen. Ich hatte auch erklärt, dass wir unterschiedliche Wassermengen einstellen können. Hier zeige ich euch einmal, wie sich das verhält. Ich habe das Hohlstrahlrohr noch auf Sprühstrahl gestellt. Wie ihr eben gesehen habt, hier mussten wir vom Vollstrahl auf Sprühstrahl einmal das Strahlrohr unterbrechen und ausmachen. Wir gehen einmal auf Vollstrahl. Wenn ich jetzt auf den Sprühstrahl wechseln muss, ist der Nachteil halt, dass ich einmal das Strahlrohr ausstellen muss.